Herzlich willkommen, meine Freunde, zur neuesten Ausgabe von All Elite Wrestling's Dynamite und der Go-Home-Ausgabe von Heels. Und zwar von Heels 6. Der 6. Frauen-Pay-Per-View steht in den Startlöchern. Das ist unsere letzte Dynamite-Ausgabe. Wir werden natürlich am Freitag auch noch eine Ring of Honor-Ausgabe haben. Und am Samstag gibt es dann Heels 6. Also diese Woche ganze 3 Folgen von All Elite Wrestling bzw. Total Extreme Wrestling. Gemeinsam natürlich mit Ring of Honor. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen? 3 schöne Folgen wird es die Woche geben. Wir haben ja generell sehr viel Wrestling-Content im Moment, ne? Also wir haben ja eigentlich regulär schon 2 Folgen. Dann hatten wir vor kurzem ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber da hatten wir noch den Roster-Check, wo wir dann eigentlich sogar 4 Folgen hatten. Also es ist nicht gerade wenig Total Extreme Wrestling Content, was im Moment auf euch niederprasselt. Ich hoffe, es gefällt euch und wir gucken uns jetzt die Pre-Show erstmal an von Dynamite. Da sehen wir einen alten Bekannten, Vampiro, der es mit Ted McNeela zu tun bekommt. Oder Ted McNeela, ich weiß nicht, wie man den Namen richtig ausspricht. Auf jeden Fall, 68er Performance von Vampiro ist in seinem Alter und durch die Unregelmäßigkeit seiner Auftritte, er tritt ja jetzt auch nicht im Wochenrhythmus auf, ist das eine ordentliche Leistung und Ted McNeela, ich sag McNeela, oder? Ist McNeela, ich habe ehrlich gesagt keinen Schimmer, ich habe immer McNeela gesagt, bleiben wir dabei. 24 ist trotzdem eine gute Performance, am Ende dauert das Match 10 Minuten 22, oh, terrible crowd, ach du Scheiße, furchtbare Publikumsreaktion, ja, also, nee, hä? Terrible Wrestling, ich wollte gerade sagen. Gute Publikumsreaktion, aber schlechtes Wrestling. Schlechtes Wrestling, aber auch nur von unserem guten Ted, oder? Weil Vampiro mit 68 hat hier eigentlich ganz gut abgeliefert. Naja, der Nail in the Coffin nach 10 Minuten 22 ist dann auch tatsächlich der Sargnagel. Für den guten Ted, 57er Gesamtrating, ist auch eher ein schwächeres Pre-Show-Match, aber egal. Da es Pre-Show ist, ist es nicht so wichtig. Wir gehen in das nächste Pre-Show-Match. Bevor ich aber dahin gehe, kündige ich noch kurz was an, was wir in dieser Folge sehen werden. Nämlich nicht nur die Go-Home-Show zum Pay-Per-View der Nightmare Factory. Wir werden auch den Pay-Per-View zur Nightmare Factory sehen. Also quasi beides. Das ist ziemlich nice. Vor allem, da wir ja wissen, dass der Ultimo Dragon nicht mehr bei der Nightmare Factory angestellt ist. Wir haben einen neuen Booker, der bekommt natürlich auch ein bisschen Zeit. Also selbst wenn jetzt die erste Show oder der erste Pay-Per-View keine Banger-Shows werden, ja, das ist wie bei einem Bundesligisten. Wenn ein neuer Trainer kommt, der wird auch nicht direkt bei der ersten Niederlage weiter rausgeschmissen und der nächste kommt, der bekommt erstmal ein bisschen Eingewöhnungszeit. Und diese Eingewöhnungszeit bekommt unser Booker, unser neuer Booker auch. Und wer das ist, das verrate ich, wenn wir dort angekommen sind bei der Nightmare Factory. Es ist auf jeden Fall ein bekannter Wrestler. Ich glaube, ehemaliger Wrestler. Obwohl ich gar nicht... Nee, das stimmt gar nicht. Er kann sogar noch in den Ring steigen. Er hat noch eine aktive Karriere, wenn ich mich recht entsinne. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht als Wrestler bei der Nightmare Factory. Also er kann nicht als Wrestler antreten, damit nicht wieder sowas passiert wie Jeff Jarrett, der sich einfach den Titel gibt und dann nie wieder antritt. So, der wird also tatsächlich nur als Booker oder On-Air-Persönlichkeit arbeiten können. Aber nicht als Wrestler. Aber ich werde es euch trotzdem natürlich sagen, wenn wir bei der Nightmare Factory sind. Wir gehen jetzt aber erstmal wirklich ins zweite Pre-Show-Match. Und da haben wir Scorpio Sky gegen Phoenix Star. Und dieses Match, obwohl es nur 6 Minuten 24 lang ist, weil Phoenix Star irgendwie Konditionsprobleme hat in letzter Zeit. Trotzdem ist das ein sehr gutes 70er Match geworden. 87er Performance von Scorpio Sky ist überragend. Der sieht hier exzellent aus in diesem Match. Das ist fantastisch. Scorpio Sky unglaublich gut. Phoenix Star 21. Er ist noch, trotz Konditionsprobleme, die er momentan hat, ist er trotzdem noch im 20er Bereich. Das freut mich sehr. Ich meine, Phoenix Star hat keine Ahnung, wie viele Matches er gemacht hat für All Elite Wrestling, aber es sind schon sehr viele. Es sind zwar immer nur Pre-Show-Matches gewesen, ich glaube, da war kein einziges in der Hauptshow dabei, aber
Der ist so oft schon da gewesen. Meine Güte. Nach 6 Minuten 24 allerdings gibt es dann auch den Blackout von Scorpio Sky und Sky holt sich den Sieg und wir kommen zum Nightmare Factory Match. Und das ist okay, eine 47 ist auf jeden Fall besser als die letzten Nightmare Factory Matches. Wir haben Lady Tapa gegen Mao Kurone und Lady Tapa mit einer 39 und Kurone mit einer 50. Eine glatte 50, das ist echt gut. Ein schöner Wert von Mao hier. Und wir sehen natürlich Terrible Wrestling. Ich weiß nicht, warum das immer terrible ist. Also 50 und 39 ist mit Sicherheit, ja, vielleicht poor könnte man schreiben. Poor Wrestling, terrible ist ein bisschen zu extrem. Ja, natürlich keine existierende Crowd Reaction, weil die beiden natürlich komplett unter dem Radar laufen. Aber am Ende kann sich Mao Kurone durchsetzen nach 15 Minuten 50 und sich den Sieg holen. 47er Match ist aber trotzdem okay. Ist auf jeden Fall über dem normalen Durchschnitt, aber so 45 sollte der neue Durchschnitt sein. Ich habe ja gesagt, so 10, 15 Punkte höher, so auf 45, 50 würde ich gerne im Durchschnitt kommen. Das ist schon mal ein netter Weg in diese Richtung. Und damit starten wir in unsere Hauptshow und damit startet Tony Khan direkt mit der Ankündigung des Gegners von Will Ospreay. Denn der macht es ja im Wochenrhythmus mit seinen Titelverteidigungen, weil es reihenweise Herausforderer gibt. Und heute Abend im Main Event wird er antreten gegen Killshot. Tony Khan setzt dieses Match an. Will Ospreay und Killshot stehen sich gegenüber, sind beide vom Lucha Underground. Letzte Woche gegen AJ Styles war das schon ein sehr, sehr heftiges Match. Natürlich auch Match of the Night gewesen. Und diesmal geht es gegen Killshot. Das dürfte nicht minder gut werden. Ich glaube, es wird von der Bewertung her ein bisschen schwächer, weil die Crowd natürlich AJ Styles als absoluten Megastar ansieht und Killshot vermutlich noch nicht. Aber dennoch wird das ein gutes Main-Event-Match. Und wenn Killshot hier die Sensation schafft und den Titel innerhalb des Lucha Undergrounds wechseln lässt, ich glaube, dann wäre Katrina nicht mal wirklich sauer. Weil der Titel ja innerhalb des Stables wechselt, das wäre, glaube ich, noch in Ordnung für sie. 93er-Segment ist aber ein starkes Segment auf jeden Fall. Also die Leute haben schon Bock auf dieses hochwertige Wrestling-Match im Main-Event. Aber wir gehen jetzt erstmal in unser hochwertiges Match im Opener. Ich musste ein bisschen lachen, aber es ist schon ein gutes Match im Opener. Und alter Schwede, ich habe noch so dumm gelacht. Dabei ist es der Showstealer. Aber sowas von. Oh mein Gott, der Main Event muss sich aber richtig anstrengen. Brian Cage gegen Bandido. Das ist tatsächlich einfach nur ein Opening Match. Das war nicht als krasser Banger oder so geplant. Aber was reißen die denn hier im neuen Jahr ab? Das erste Match für die beiden im neuen Jahr. Die haben beide im Januar kein Match bestritten. Ich glaube, Bandido hat eins bei Dark bestritten. Zusammen mit Zero Gravity, also mit Commander und Vikingo. Aber das habt ihr ja nicht gesehen. Also das ist das erste offizielle TV-Match, sagen wir mal, von Brian Cage und Bandido. Und dann reißen die eine 90 ab. 93 von Brian Cage, 91 von Bandido. 11 Minuten 32 dauert es und Brian Cage kann mit dem Discus Lariat den Sieg einfahren. Unfassbar gut. Junge. Damit habe ich ja absolut nicht gerechnet. Das ist ja, was für ein Start in diese Dynamite-Ausgabe. Was für ein Start in den Februar. Junge, 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 das kannst du ja keinem erzählen, wie gut das ist. Brian Cage. Und dadurch, dass das Match so stark ist, ist das natürlich auch ein unfassbar großer Sieg für Brian Cage an der Stelle. Gegen den ehemaligen Trios-Champion Bandido. Wobei Brian Cage natürlich auch ein ehemaliger Trios-Champion ist. Nice. Hammergeiler Start und wir gehen weiter ins nächste Segment. Und da hauen wir einfach mal eine 100 raus. Warum nicht ein 100er Segment und das macht Chris Jericho ganz alleine. Er ist vielleicht in Ring nicht mehr der allerkrasseste, aber am Mikro macht ihm so schnell keiner was vor. Das hat er einfach im Blut. 100er Segment, bestes Segment des Abends. Auch das wird schwer zu toppen. Ich meine, Tony Khan hat schon gut vorgelegt, aber Jericho, das ist schon wieder eine absolute Top-Leistung. Und was macht er? Er macht eigentlich nichts krass Bedeutsames. Das ist das Großartige bei Chris Jericho.
Er braucht einfach nur ein Mikrofon und liefert ab. Es ist hier keine große Story, es ist einfach nur ein kleines Segment, was ich noch eingebaut habe. Chris Jericho verspottet hier nämlich seinen alten Rivalen, denn er hat es natürlich gesehen auf Social Media, er hat es intern auch mitbekommen. Er ist ja immerhin ein EVP von All Elite Wrestling und er weiß, dass der Ultimo Dragon gefeuert wurde bei der Nightmare Factory, beziehungsweise seinen Job verloren hat, und darüber macht er sich lustig. Die sind alte Rivalen, auch nicht nur was Japan angeht, sondern auch was die WCW angeht. Auch da sind sie mehrfach aufeinander getroffen. Ultimo Dragon, ein fantastischer Wrestler gewesen, aber ja schon seit Jahren nicht mehr aktiv. Während Chris Jericho sich gut gehalten hat und immer noch aktiv in den Ring steigen kann und auch immer noch passable Leistungen bringt. Das ist natürlich auch ein bisschen ekelhaft, hier von Jericho nachzutreten. Allerdings kann er sich so eine Chance natürlich auf ein bisschen Aufmerksamkeit auch nicht entgehen lassen. Ja, er hat jetzt hier im Moment keine großartige Fehde oder so am Laufen. Ab und zu mal ein Match. Kann man ja auch mal machen. Er muss ja nicht jetzt immer in irgendeine Story rein. Aber das kann man natürlich kurz aufgreifen und seinen alten Rivalen so richtig schön durch den Matsch ziehen. Das macht er hier. Er roastet ihn ein bisschen und bekommt seine Aufmerksamkeit. Der Ultimo Dragon bekommt auch ein bisschen Aufmerksamkeit und vielleicht hilft es ihm ja tatsächlich durch diese Erwähnung einen neuen Job an Land zu ziehen. Das wird die Zukunft zeigen. 100er Segment ist für uns natürlich fantastisch und wir gehen in unser nächstes Match. Und da gibt es Women's Action und das ist auch auf einem Bombenniveau. Junge, was ist denn das für eine Show aktuell? Das kann ja nicht wahr sein. Rebecca Knox und Britt Baker treffen hier auf Kelly und Priestley, also Priscilla Kelly und Bea Priestley. Britt Baker mit einer 81, Rebecca Knox 97, die holt alles raus, das sehen wir ja auch. Hier gibt es kein schwaches Glied der Kette, hier gibt es nur eine überragende Rebecca Knox. Bea Priestley 73, Priscilla Kelly 71 und ja, wir haben immer noch die Storyline von Day One hier drin, ne? Die Women's Escalation Storyline, bis ich mich entschlossen habe, ohne diese Storyline-Boards zu arbeiten. Weil die Storylines natürlich von mir stattfinden und ich da kein Storyboard brauche. 84er Gesamtrating, das ist ja mega gut. Es wäre besser gewesen, das in den Opener zu packen. Aber egal, dafür haben wir einen Banger-Opener, wie in Real Life. Banger-Opener, Banger-Manager. Main-Event, wollte ich sagen. Wie komme ich denn auf Manager? Habe ich gerade irgendwas gelesen mit Manager? Nö, eigentlich nicht. 84er Gesamtrating und die Sisters of Dominance können sich nach 12 Minuten 29 durchsetzen. Britt Baker bringt Priscilla Kelly mit dem Lockjaw zur Aufgabe. Und damit ist das der Sieg für Knox und Baker. Auch ebenfalls in einem richtig, richtig starken Match. Und das Match war eigentlich weit schlechter. Ne? Also von mir erwartet geworden. Ne? Also, was ist das für ein Deutsch heute? Ich hatte weniger Erwartungen als eine 84. Ich dachte so, ja, 77, vielleicht 78 wäre ich schon echt zufrieden. Aber 84 übertrifft hier tatsächlich alles. Sehr, sehr nice. Und nach dem Match, ja, da gibt es noch eine Ivelisse. Ja, auch hier ein 99er Segment. Junge, die liefern ja alle durch die Bank weg ab. Das ist eine Top-Leistung. Die Leute sind frisch, sie haben Bock. Und auch die Mädels sind am Start. Ivelisse kommt nämlich raus und applaudiert Britt Baker und Rebecca Knox. Ja, mehr auf hämische Art und Weise, als dass sie hier wirklich ihnen zujubelt und davon begeistert ist. Sondern mehr so, ja, ihr habt's geschafft, stark, ja. Stark, ihr habt Bea Priestley und Priscilla Kelly besiegt. Ihr seid richtig was Besonderes. Ne? So richtig hämisch. Das geht natürlich mehr Richtung Britt Baker als an Rebecca Knox, die sich davon aber auch genervt fühlt. Aber bei Britt Baker sehen wir es, die war beim letzten Mal schon geladen, weil sie damit reingezogen wurde und jetzt ist sie wieder wütend und Ivelisse weiß genau auch, wie sie die Knöpfe bei Britt Baker drücken muss, um sie auf 180 zu bringen. Und bevor es hier eskaliert, verschwindet aber Ivelisse auch wieder. Das war einfach nur so ein bisschen Triggern von Britt Baker. Rebecca Knox bleibt da ein bisschen cooler, lässt sich nicht so sehr triggern, aber man sieht es ihr trotzdem auch an ihrem Blick so, nach dem Motto, es reicht jetzt langsam, Ivelisse, ja. Halt dich mal ein bisschen zurück. Du gehörst immer noch zu den Sisters of Dominance, also schade gefälligst dem Stable nicht. Aber ja, da hat Rebecca Knox vielleicht ein bisschen Arbeit noch vor sich. Und vor allem verweigert Ivelisse ja den Befehl von Rebecca Knox, oder verweigerte ihn.
gegen, ich glaube, Killer Kelly oder Julia anzutreten. Da hat sie ja abgelehnt und gesagt, nee, mache ich nicht. Boah, werden wir sehen, wo das noch hinführt. 99er ist Segment und wir gehen wieder in die In-Ring-Action. Und das ist okay. 79, das ist eine Wertung, die natürlich unter dem Niveau ist von den In-Ring-Performern. Aber insgesamt eine 79 schadet uns jetzt nicht extrem. Ja, wir haben Top-Matches schon gehabt. Deswegen ist eine 79, was ja auch noch eine gute Wertung ist, hier nicht so schlimm. Bad Company gibt sich mal wieder die Ehre. Rex Steiner und Jordan Oliver gegen die Heralds of Valhalla, gegen Odinson und Damian O'Connor. Wir haben Jordan Oliver 85, sehr gut. Rex Steiner 80, Odinson 84 und Damian O'Connor mit einer sensationell 91. Deswegen ist die 79 hier vielleicht nicht ganz so nice. Wir haben großartige Reaktionen, super Wrestling und trotzdem ist das hier ein sehr, sehr schwach bewertetes Match im Gegensatz zu den anderen. Vor allem, da die In-Ring-Performances ja hier absolut stimmen. Aber trotzdem, naja, so ist es halt. 79er Match, wollen wir uns gar nicht drüber aufregen. Wir haben eine Top-Show bis jetzt. Und Odinson schafft es, Jordan Oliver nach 12 Minuten 29 mit dem Palace of Gods zu pinnen. Und damit gehen die Heralds of Valhalla aus diesem Match als Sieger hervor. Sehr, sehr nice. Und wir gehen in unser nächstes Segment. Und da erwartet uns der gute Taz. Ja, diesmal ist es nicht so ein Banger-Segment geworden. 82, Taz kommt nach draußen, ist erstmal alleine, ja, beziehungsweise ist Will Hobbs mit dabei. Nee, gar nicht wahr. Will Hobbs ist noch nicht dabei. Wir sehen ihn zwar, er spielt auch noch eine Rolle, es geht ja auch mit um ihn, aber wir sehen erstmal, dass Taz im Ring steht und sagt, er hat keine Eile, ja, Richtung Will Hobbs. Will Hobbs will ja wissen, was los ist und Taz sagt, nee, ich habe überhaupt keine Eile. Warum soll ich denn hier sagen, wer der Angreifer ist, wenn ich dich einfach über Wochen hinweg schikanieren kann und dich austricksen kann? Ja, du großer, dummer Idiot. Warum soll ich denn mir das nicht auskosten? Du hast mich durchs Kommentatorenpult geworfen und dafür wirst du leiden. Und dann kommt aber Tony Khan. Der bleibt an der Rampe stehen, der geht gar nicht mit in den Ring. Und Tony Khan sagt, ey, Taz, und dann sehen wir auch, Will Hobbs kommt auch zum Ring, denn er hat ja angekündigt, er wird Tony Khan einschalten in dieser Situation, weil er nicht einsieht, jede Woche angegriffen zu werden und auch immer Angst zu haben, dass man sich in seinen Matches einmischt und sowas, also terrorisiert zu werden von Taz, der hier den Bully spielt. Und er hat gesagt, ich werde Tony Khan darauf hinweisen, ich werde ihn einschalten und ich erwarte eine Reaktion von Tony Khan. Und die kommt hier. Denn Tony Khan sagt, dein Angreifer wird nächste Woche gegen Will Hobbs antreten. Sollte er nicht antreten, wirst du auf unbestimmte Zeit suspendiert und als Kommentator von Dynamite ersetzt werden. Denn er ist natürlich auch als Kommentator tätig. Hier in diesem Segment jetzt gerade natürlich nicht, aber normalerweise neben Rene Young und Excalibur ist Taz der dritte Kommentator bei Dynamite. Und ja, in diesem Falle hier muss man sagen, klare Worte, also Will Hobbs grinst, der findet es gut, dass Tony Khan hier deutlich wird und sagt, ey, nächste Woche Will Hobbs gegen deinen Angreifer und sollte er nicht antreten, dann dürfte klar sein, dass du zum einen auf unbestimmte Zeit nicht mehr kommentieren wirst, sondern auch generell suspendiert wirst und das ohne Lohnauszahlung natürlich. Das dürfte klar sein, die Suspendierung ist eine Strafe und da wird auch sein Lohn nicht fortgesetzt. Und das bringt Taz hier im Ring auf jeden Fall zum Kochen und er muss nächste Woche seinen Angreifer gegen Will Hobbs in den Ring schicken. Das dürfte doch spannend werden für die nächste Woche. Das ist doch schon mal eine spannende Ankündigung. 82er Gesamtrating. Bisschen zu wenig also für die Ankündigung, aber insgesamt geht das schon klar. Wir gehen ins nächste Match. Und da haben wir, oh mein Gott, der nächste absolute Banger. Und zwar wieder sind es einige Damen, die hier in den Ring steigen. Ist auch nicht verwerflich, da wir ja
auch Heels 6 vor der Brust haben. Ein Trios-Match, wo wir Candy Frost, die amtierende Women's Championess, mit Julia und Killer Kelly sehen, gegen Honor Bugesha in Sachen, also Kairi Hojo und Kana natürlich. Kairi Hojo, die Gegnerin von Candy Frost bei Heels 6 im Main Event um den Titel. Kairi Hojo ist ja die Nummer 1 Herausforderin, hat ja den Queen of Hearts Cup gewonnen. Und Io Shirai als Unterstützung. Und hier haben wir ein richtig gutes Women's Trios Match. Killer Kelly 92, Julia 95. Ich liebe Julia, wirklich, ich liebe Julia. Unfassbare Performance mal wieder. Obwohl sie so lange weg war, ich habe sie auch echt vermisst in der Women's Division. Dann Candy Floss 82, ja, nicht ganz so stark. Io Shirai 85, Kana ebenfalls eine 95, aber die Überperformance kommt hier von Kairi Hojo, die Nummer 1 Herausforderin mit 98. Candy Floss muss sich ins Zeug legen mit der schwächsten Performance und ihre Gegnerin mit der besten Performance. Und dann sehen wir auch noch, dass Io Shirai Candy Floss zur Aufgabe bringt, denn, naja, sagen wir mal so, sie verliert die Armprobe nach dem Harajuku Clutch. Ich weiß gerade gar nicht, was das für ein Move ist. Der Harajuku-Klatsch, aber er ist anscheinend sehr gut. Allerdings sehen wir hier blatantly cheating, also es gab offensichtlich einen Betrug. Ja, wir sehen es, sie hat einen Schlagring dabei oder einen ähnlichen Gegenstand, wir konnten es nicht so schnell erkennen. Damit schlug Io Shirai zu, hat damit Candy Floss bereits ausgenockt. Sie nimmt sie in den Harajuku-Klatsch und da gibt es natürlich keine Reaktion mehr von Candy Floss, also ein dreckiger Sieg. Aber ein Sieg und damit eine ruinierte Generalprobe für Candy Floss und ihr Team, die hier als Verliererinnen aus dem Match gehen, in einem 85er Banger-Match. Ja, das ist, eigentlich ist dieses Match auch Pay-Per-View-Qualität, aber beim Pay-Per-View trifft ja Candy Floss auf Kairi Hojo, das heißt, so könnte das nicht stattfinden, aber Honor Bugesha? Honor Bugesha könnte natürlich auch so nicht antreten, weil Kairi Hojo ja nicht dabei ist. Naja, wir werden sehen. Io Shirai auf jeden Fall ist hier das Zünglein an der Waage gewesen. Auch wenn es ein dreckiger Sieg ist, ist es immer noch ein Sieg in einem großen Match. Von daher, die Weichen für Heels werden weiter gestellt. Wir gehen in den Backstage-Bereich. Und da wird es wild. Eine 91, wieder ein absolutes Klasse-Segment. Und da sehen wir, dass Ivelisse und Britt Baker aneinander geraten. Hinter den Kulissen und es wird auch handgreiflich. Ja, es wird handgreiflich, es gibt Schubsereien und dann gibt es auch mehrere Ohrfeigen gegen Britt Baker und gegen Ivelisse, also immer mal wieder. Wir sehen am Ende Mia Yim und Micah halten Britt Baker zurück, während Rebecca Knox sich um Ivelisse kümmert und die ein bisschen zurückhält, damit das hier nicht noch mehr eskaliert. Also Ärger bei den Sisters of Dominance, es wird handgreiflich und dann ruft Ivelisse noch in die Richtung, regeln wir das bei Heels 6, ja, du Bitch. Und dann endet auch dieses Segment, als die verbalen Entgleisungen folgen, denn von Britt Baker folgt auch noch was, wird aber dann abgewürgt und wir würden wieder in die In-Ring-Action gehen. Starkes Segment und damit haben wir auch ein weiteres Match bestätigt. Wir werden nicht nur ein Women's Tag Team Title Match haben. Ja, also der Tag Team Titel der Women's Division von Athena und Big Swole wird auf jeden Fall verteidigt werden. Wir haben natürlich Candy Floss gegen Kairi Hojo im Main Event um den Women's World Title. Und jetzt auch bestätigt Britt Baker gegen Ivelisse bei Heels 6. Ja, da gibt es ein bisschen was aufzuarbeiten in der Women's Division und deswegen kommt Heels 6, glaube ich, genau zum richtigen Zeitpunkt. 91er Segment und wie gesagt, wir gehen jetzt in die In-Ring-Action und, oh mein Gott, Junge, was sind denn das für Matches? Das ist unglaublich. Wir wussten ja bereits, dass Jack Perry seinen Titel heute verteidigen muss, aber dass er das in einem 89er Banger-Match macht und hier fast sogar dem Showstealer-Match Brian Cage und Bandido die Show tatsächlich stiehlt, ist nicht passiert. Ein Punkt schlechter, aber 89 ist ja absolut. Was ist das ein irres Ding? Jack Perry 96 gegen AR Fox 93 und AR Fox auch, glaube ich, mit seinem ersten TV-Auftritt 2024.
Das Match geht 12 Minuten und 5 Sekunden. Es geht natürlich um den TNT-Title und Jack Perry schafft es hier auch, seinen Titel zu verteidigen. Erste Titelverteidigung von Jack Perry hier Anfang Februar. Kann man auf jeden Fall mal in die Wege leiten. Letzte Woche ja schon angekündigt, dass er seinen Titel verteidigen muss gegen einen bärenstarken Gegner, der hier auf jeden Fall auf Augenhöhe ist. Und die Augenhöhe von Jack Perry ist mit 96 sehr, sehr hoch. 89er Rating. Junge, 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 das wird eine Banger-Dynamite-Ausgabe. Egal wie der Main-Event wird, es wird eine Banger-Dynamite-Ausgabe. Aber Brian Cage und Bandido unglaublicherweise immer noch das beste Match des Abends. Und ja, natürlich auch passiert jetzt das, was angekündigt war von Jack Perry, denn die Feier darf beginnen. Ja, das ist jetzt kein Megasegment, aber Nick Comorodo, endlich ist es soweit. Er kommt sogar mit Sektflasche zum Feiern, zum Ring gelaufen und freut sich schon, hat ein Grinsen im Gesicht, nimmt die Flasche mit. Jack Perry jubelt natürlich auch gerade seiner Titelverteidigung entgegen und ja, verschwindet. Jack Perry, er guckt sich gar nicht um. Also hinter ihm kommt ja gerade Nick Comorodo zum Ring. Jack Perry sieht aber im Publikum ein paar andere Leute, so wieder schick gekleidet. Paar hübsche Mädels mit kurzen Röcken. Paar Typen in einem schicken Anzug und so. Alles so Markenklamotten, teure Markenklamotten, so Gucci-Zeug. Und die sieht er im Publikum und sagt, ey, wartet auf mich, wartet, ich komme rüber. Und jumpt über die Absperrung ins Publikum. Und da ist Nick Comorodo noch gar nicht im Ring. Da ist Jack Perry schon wieder weg. Und Nick Comorodo steht dann im Ring. Jack Perry dreht sich auch gar nicht um. Er hat es komplett vergessen, dass Nick Comorodo, dass die heute feiern wollten. Nicht nur den Titel gewinnen, sondern auch die Titelverteidigung. So war der Plan. Und der wäre auch aufgegangen. Aber Nick Comorodo steht dann mit seiner Sektflasche alleine im Ring. Ja, steht ein bisschen bedröppelt da. So, auch so ein bisschen wie ein Idiot, muss man sagen. Und Jack Perry verschwindet durchs Publikum, sieht sich nicht mal um, der weiß gar nicht, dass hier Nick Comorodo gerade mit Sekt im Ring steht und mit ihm feiern wollte. Er hat das schon längst wieder verdrängt. 82er Segment und Nick Comorodo, man merkt aber dem Publikum an, so, puh, man hat schon Mitleid mit Nick Comorodo, weil Jack Perry ist halt sein Freund, aber er lässt ihn gerade links liegen. Er ist ja nicht nur sein Freund, er ist auch sein Tag-Team-Partner. Und die sind ja als Jurassic Express unterwegs. Nick Comorodo hat ja quasi den Luchasaurus ersetzt. Das ist schon, ja, das trifft auch das Publikum, muss man sagen. Das Publikum verspottet ihn nicht. Ja, ist nicht so ein Arschloch-Publikum heute. Die sind heute sehr gut drauf, sonst würden die auch hier nicht so krasse Ratings einfahren. Aber man merkt im Publikum schon so, boah, schon ätzend, wie Jack Perry da mit Nick Comorodo umgeht. Und wir gehen ins nächste Match. Und da wird der Ring voll. Denn wir haben das nächste Banger-Match. Es ist unglaublich. Ein 8-Mann-Tag-Team-Match. 86er Gesamtrating. Wir haben den Bullet Club. Adam Cole, Adam Page, Jay White und Kenta gegen The Acclaimed und Private Party am Start. Ein 8-Mann-Tag-Team-Match. Tag-Team-Match. Kenta mit einer 75, der zieht das natürlich ein bisschen runter. Jay White, Junge, 96. Adam Page, 92. Adam Cole, 93. Was eine Leistung. Mark Quinn, 81. Isaiah Cassidy, 79. Ja, das zieht natürlich auch wieder ein bisschen runter. Max Caster, 85, ist in Ordnung. Und Anthony Bones 79, trotzdem ziehen die da auch etwas dran. Die Leistung der drei Bullet Club Mitglieder hier ist gut. Kenta ist auch nicht wirklich stark, eine schwächere Leistung. Aber am Ende nach 12 Minuten und einer Sekunde ist es okay, denn der Panama Sunrise von Adam Cole besiegelt das Schicksal ihrer Gegner. Isaiah Cassidy ist derjenige, der den Pin einstecken muss. Zu Recht, ja, zu Recht, einer der Stärksten macht den Pin, Adam Cole. Einer der Schwächsten oder der Schwächste auf der Gegnerseite, Isaiah Cassidy, wird gepinnt. Von daher ist es in Ordnung und der Bullet Club gewinnt. Man hat ja lange nichts mehr von den Leuten hier gehört. Deswegen wurde es höchste Zeit, dass sie Präsenz zeigen 2024. Und das machen sie mit einem 8-Mann-Tag-Team-Sieg über The Acclaimed und Private Party. 86er-Segment. Und damit gibt es nur noch ein Match, was Brian Cage und Bandido die Show stehlen könnte. Und das ist der Main Event. Bevor wir aber in den Main Event gehen, haben wir noch ein Backstage-Segment, in dem wir Darby Allin sehen. Und Darby Allin hinter den Kulissen, ja, da ist er,
und läuft da so ein bisschen Backstage entlang, aber dann fängt an, das Licht zu flackern und plötzlich färbt sich das Licht rot im Backstage-Bereich. Natürlich gehen sofort die Alarmglocken von Darby Allin an. Der dreht sich um, aber da steht schon Kane, der ihn in den Chokeslam nimmt und per Chokeslam auch durch, ja, so, keine Ahnung, da liegen Holzstücke und sowas. Das ist so einfach so, wo man Sachen mit absperrt in der Arena. Ja, so Hütchen und sowas liegen da seitlich, natürlich nicht hochkant aufgestellt, sondern seitlich. Ein paar Bretter, ein bisschen Werkzeug liegt da auch rum. Und da wird Darby Allin per Chokeslam von Kane durchbefördert. Ja, da hat auch Darby Allin überhaupt nicht mit gerechnet. 90er-Segment nochmal ein richtiges Kracher-Segment. Ja, da fangen die Kopfspielchen nicht nur an, da wird es auch handgreiflich. Kane und Undertaker, man sollte sie nicht vergessen. Man sollte sie nicht vergessen, sie sind da, sie spielen eine Rolle und Kane schnappt sich hier den Schützling des Stingers. Ja, der Bruder des Undertakers und der Schützling des Stingers geraten hier aneinander. Sehr, sehr gut und auch ein sehr starkes 90er-Segment. Und wir wissen ja, dass Kane und Undertaker die Brothers of Destruction Jagd auf Stings Legacy machen. Auch wenn bei Killing the Business der Sieg an den Stinger ging in diesem Once-in-a-Lifetime-Match gegen den Undertaker. In einer 100er-Show, möchte ich nochmal sagen. Eine 100er-Show, die erste und einzige bis jetzt. Absolut fantastisch. Und ich würde sagen, nach diesem kleinen Schocker von Kane und Darby Allin ist es soweit für unseren Main-Event. Will Ospreay gegen Killshot. Und ja, es ist nicht dieser Banger geworden, den ich mir erhofft hatte. Es ist das geworden, was ich erwartet habe. Nicht so ein mega knaller Main-Event, aber immer noch ein guter Main-Event mit 82. Wir haben aber so viele Killer-Matches. Also Respekt an Brian Cage und Bandido, die hier tatsächlich das beste Match im Opener abgeliefert haben. Aber wir haben eine absolut geile Show. Wir haben Will Ospreay mit einer 85. Das ist schon auch ein schwaches Rating von Ospreay, der normalerweise locker im 90er-Bereich ist. Wir haben Killshot, der auch eigentlich in einem hohen 80er-Bereich ist, nur eine 82. Beide nicht den allerbesten Tag erwischt, aber haben nicht diesen Penalty bekommen, dass sie einen schlechten Abend haben. Von daher ist es eigentlich noch in Ordnung, aber man kann ja auch nicht immer die 120% rausholen. Dennoch ist es hier ein... Hier, warum ist es so klein immer? Dennoch ist es natürlich ein gutes Match, 82er Gesamtrating. Und nach 14 Minuten 50 gibt es das Hidden Blade und damit die zweite World Title Verteidigung von Will Ospreay natürlich. Und damit kann Ospreay auch zufrieden sein. Der Titel bleibt sowieso beim Lucha Underground, deswegen juckt es Katrina überhaupt nicht. Ja, völlig okay das Ganze. Und Will Ospreay bleibt unser Champion. Es war wahrscheinlich auch zu erwarten. Aber es gibt noch weitere Herausforderer, auch aus dem Lucha Underground. Und da sich da ja ein bisschen was anbahnt, ist nicht unbedingt jedes Match so sicher, dass es Will Ospreys Titelverteidigung wird. Vielleicht bleibt er gar nicht so lange Champion, wie er hofft. Das wird alles noch in Zukunft beantwortet werden, natürlich. Das kann nur die Zukunft zeigen. Aber wir sind noch nicht durch. Wir wissen ja, Heels steht am Wochenende an. Und den Frauen gebührt natürlich auch der Abschluss dieser Show. Denn wir wissen immer noch nicht, wer die Partnerinnen von Chelsea Green werden. Ansonsten wird es ein 3 gegen 1 Handicap-Match gegen Valkyrie und in diesem Segment kündigt Chelsea Green ihre Partnerin an und das ist Penelope Ford. Allerdings nur Penelope Ford. Und wir wissen ja, Valkyrie, die kommen auch schon raus, ja, drei Damen, Serena Deeb, Tessa Blanchett und April Hunter. Und wir sehen Chelsea Green präsentiert, Penelope Ford und, ja, Serena Deeb natürlich sofort bricht sie wieder in Gelächter aus und sagt, ey, meine Desperate Housewives-Referenz letzte Woche ist gar nicht so weit hergeholt, wenn ich sehe, wen du da an Bord holst. Offensichtlich ist Penelope Ford für Serena Deeb mehr ein Lückenfüller, der aktuell nicht weiß, wo er hin muss. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass Penelope Ford eine ehemalige Women's Championess ist. Genauso wie Serena Deeb, also da tut sich gar nicht mal so viel. Und ich glaube sogar, dass Penelope Ford den Titel länger gehalten hat und sogar öfter verteidigt hat. Also Serena Deeb sollte sich gegenüber Penelope Ford nicht ganz so weit aus dem Fenster lehnen. Aber sie sagt dann auch am Ende, okay,
dann ist es halt so. Dann hast du eine Partnerin gefunden, herzlichen Glückwunsch. Dann ist es kein 3 gegen 1, sondern ein 3 gegen 2 Handicap-Match. Und es, Chelsea Green zeigt dann genau das hier an, nämlich, ne? Halt mal die Klappe, Serena. Ja, es wurde nie behauptet, dass ich euch heute meine Partnerinnen überhaupt präsentiere. Es hieß nur, finde bis zum Pay-Per-View Partnerinnen. Und ich sag euch eins, ich hab meine Partnerin. Und zwar beide. Aber ich will nicht, dass ihr euch darauf vorbereiten könnt. Ja, und deswegen lasst es mich doch als kleine Überraschung für Heels 6 aufheben, wer meine Partnerin ist. Aber ihr werdet Augen machen. Ja, und Serena Deep und Valkyrie, okay, es ist angekommen, es wird kein 3 gegen 2. Ja. Sondern es wird ein 3 gegen 3 und es wird natürlich ein 3 gegen 3 No Disqualification Match bei Heels 6 und die Partnerin von Penelope Ford und Chelsea Green, die das Trio perfekt macht, wird erst bei Heels 6 enthüllt werden. Also seid dabei, wenn ihr die Enthüllung miterleben wollt. Am Samstag 10 Uhr kommt der Pay-Per-View online. 94er Gesamtrating, das ist sehr, sehr stark nochmal zum Abschluss. Killer-Segment und wir werden diese Killer-Show jetzt finishen? Ja, eine 91, das ist sogar ein bisschen schwächer, als ich dachte. Also, come on. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass wir ein bisschen höher sind als 91. Ich dachte schon, wir gehen hier in den mittleren 90er-Bereich. Ich bin natürlich komplett zufrieden, machen wir uns hier, ne? Das ist ja lächerlich, sich hier über irgendwas aufzuregen. Es war dann vielleicht hier der ein oder andere Downer dabei, aber guckt euch mal an, wie blau das hier ist. Das ist absolut fantastisch. Brian Cage und Bandido reißen die Hütte ab im Opener. Und alles andere ist fantastisch. Ja, okay, wir haben nur ein 100er Segment dabei. Ich glaube, hätten wir ein bisschen krassere Segmente noch dabei gehabt, dann hätten wir auch hier ein Overall-Rating von 95 locker erreichen können. Chris Jericho hat hier natürlich ein fantastisches Rating abgeliefert. Und ansonsten, die Pre-Show, die hatte natürlich Verbesserungspotenzial, aber die ist trotzdem okay gewesen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt das, was ich schon angekündigt habe. Wir finishen hier die Show und sehen uns gleich bei der Nightmare Factory wieder, denn da haben wir nicht nur die Go-Home-Show, sondern auch direkt den Pay-Per-View. So, meine Freunde, da sind wir beim Nightmare Ensemble und gleich werden wir uns danach den Nightmare Showcase geben. Die neue Ära, könnte man sagen. Der Nightmare Factory beginnt ohne den Ultimo Dragon. Und ich kann euch noch sagen, wir haben ja gerade, ich sehe ja immer die News, was so in der Wrestling-Welt hier passiert. Und da haben wir Chelsea Green und Tony Khan, die beide eine neue Catchphrase haben. Was ihnen in den Segmenten natürlich helfen wird. Vor allem wird es Chelsea Green helfen im ersten Segment bei Heels. Also ich weiß nicht, ob es das erste Segment wird, aber im ersten Segment mit ihrer Catchphrase, weil sie davon natürlich jetzt direkt beim Pay-Per-View profitieren wird. Das ist fantastisch. Und wir gehen rein ins Nightmare Ensemble. Ich bin gespannt, was wir für ein Rating haben. Okay, es ist wieder die 70. Es ist die 70, das heißt aber nicht, wenn der nächste Show jetzt unter 70 landet, dass wir ihn rausschmeißen, denjenigen, der dafür zuständig ist. So, wir gehen mal rein hier. Sell out. Es ist auf jeden Fall ausverkauft, das ist sehr, sehr gut. Wir haben in der Pre-Show David Benoit, der Leveniel besiegt. Wir haben Blake Christian, der Juicy Finao schlagen kann. Und wir haben Mark Haskins und Ben Carter, die James Drake und Biff Busick besiegen können. Dann startet unsere Show mit einem Interview von Chris Dickinson und Alpha. Dann Elena Black, die Reagan Fire besiegen kann. Und dann haben wir ein Interview mit Tommy Dreamer, meine Freunde. Und dann ist es doch schon revealed. Unser neuer Booker ist nämlich tatsächlich Tommy Dreamer. Das Schöne daran ist, ich hatte keine Verwendung für ihn. Also wirklich keine Verwendung. Und ich hätte seinen Vertrag einfach auslaufen lassen wahrscheinlich. Weil bei der Übernahme des Ring of Honor ist Tommy Dreamer natürlich auch zu uns gekommen. Und ja, dann ist es passiert mit dem Ultimo Dragon und ich dachte mir, ey, ich habe ja Tommy Dreamer unter Vertrag. Wie geil wäre es eigentlich, wenn ich Tommy Dreamer als Booker einsetzen könnte? Und es geht und ich bin sehr froh darum, denn wie ich sehe, schafft er hier zumindest die 70 zu erreichen. Das ist auch unser Ziel und das schafft er schon bei der Premiere, also 4 Punkte besser als der Ultimo Dragon in der letzten Folge. Und der gibt hier natürlich auch ein Interview, was mit 62 sogar auch eins von den guten Segmenten ist und stellt sich hier natürlich auch ein bisschen vor. Das passt sehr gut, dass er sich selber hier als Interview reingebuckt hat. Finde ich geil. Und dementsprechend, ja, warum nicht? Danach gibt Julia Hart ein Interview, dann besiegt Julia Hart Kellyanne
Dann haben wir noch ein Interview mit Lever Bates. Und ja, dann haben wir noch ein bisschen Matches im Programm. Wheeler Yuta und die One-Nighters besiegen Austin Theory und Breaking Point. Jesse Brooks besiegt Shea Brookside. Großer Sieg für Jesse Brooks auf jeden Fall. Erika Leigh und Willow Nightingale. Willow Nightingale, die aktuelle Women's Championess, besiegen Holly Dead und Edith Surreal. Dann haben wir Glam Quinn, die ihre Tag-Team-Titel verteidigen können, gegen Anthony Bennett und Robbie X. Nices Match. Und Alex Kane und Casey Navarro besiegen Chris Dickinson und Alpha im Main Event. Und der Main Event zieht dann auch so viel, dass wir hier auf ein 70er Rating kommen. Eine schöne Go-Home-Show-Ausgabe. Und ich würde sagen, wir gehen direkt in Showcase Nummer 32. Und ja, der wird ein bisschen größer. Der ist aber auch nicht so gut mit 69. Ist aber, glaube ich, noch Top 10. Können wir kurz gucken? Genau, hier. Januar 2024 ist noch Top 10. Ja, auf Rang 8 der besten Pay-Per-Views von 32 Stück ist das eigentlich eine ganz gute Leistung dafür, dass das auch sein erster Pay-Per-View ist von Tommy Dreamer. Nice. Wir gehen in die Pre-Show, die sehr, sehr lang ist. Ich weiß nicht, wo sie die Pre-Show-Zeit hernehmen, aber okay. Der gute Slacks besiegt hier Ryan Nova. Unterirdisch. Zum Glück war das das Pre-Show-Match und das allererste. Dani Luna besiegt Tasha Steelz. Leon Slater und Mark Haskins können die New Heavenly Bodies in die Schranken weisen. Paris De Silva schlägt Alex Kane. James Drake holt sich den Sieg gegen TK O'Ryan. David Benoit und Ben Carter schließen sich zusammen zum Erfolg gegen Levaniel und Kid Bandit. Außerdem haben wir Danny Lamelight, der es schafft, Biff Busick bis 3 am Boden zu halten. Und dann starten wir erst in die Hauptshow. Also, ich meine, Tommy Dreamer, der wollte auf jeden Fall mal so richtig viele Leute einsetzen in diesem Pay-Per-View. Belle Pierce schlägt Reagan Fire. Oh, die zweite Niederlage für Reagan Fire in kurzer Zeit. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Dann haben wir 3 Frauen-Interviews. Nee, gar nicht. Wir haben ein Backstage-Segment mit Julia Hart, ein Interview mit Shea Brookside und ein Interview mit Lever Bates. Und dann haben wir Dominic Mysterio und Andrew Everett gemeinsam mit Gran Guerrero in einem Trios-Match gegen Tony Deppen und die Heroes. Wobei die Heroes hier Anthony Bennett und Fuego del Sol sind. Und Dominic Mysterio, Andrew Everett und Gran Guerrero. Ey, das ist ein geiles Team eigentlich. Ja, 2 Mexikaner natürlich. Andrew Everett, nicht der Mexikaner, aber auch Highflyer. Ey, das ist schon ein geiles Team. Kann man nicht anders sagen, das gefällt mir. Und die gewinnen auch noch. Gegen Tony Deppen und die Heroes. Ein Interview mit Tommy Dreamer darf natürlich auch beim Pay-Per-View nicht fehlen. Eins mit World Champion Alpha. Ebenfalls gut. Barrington Hughes besiegt Jude London und bleibt NF Spirit Champion. Also erfolgreiche Titelverteidigung. Dann haben wir ein Interview mit Glam Quinn. Mau Corone schlägt Shea Brookside im besten Match des Abends. Junge, geil. Und vor allem ein Sieg für Corone. Muss man jetzt nicht unbedingt erwarten, aber die hat auch schon bei Dynamite gewonnen. Also profitiert hier, die hat eine mega Woche hinter sich. Pay-Per-View-Sieg gegen Shea Brookside, machst du auch nicht alle Tage. Und bei Dynamite in der Pre-Show auch noch gewonnen gegen Lady Tapa. Dann haben wir Willow Nightingale mit einem Interview und dann haben wir die letzten 4 Matches. Chris Dickinson schlägt Casey Navarro. Waren die beiden nicht... Nee, Casey Navarro war mit Alex Kane zusammen. Okay, ich dachte gerade, die waren gerade noch im Tag-Team unterwegs, aber das stimmt nicht. Chris Dickinson schlägt Casey Navarro. Glam Quinn verteidigen ihre Tag-Team-Titel gegen Wheeler Yuta und Austin Theory. Starker Auftritt von Glam Quinn. Alpha besiegt Nick Wayne und bleibt NF World Champion. Stark auch von Alpha hier, der sich gegen Nick Wayne durchsetzt. Und im Main Event schlägt Willow Nightingale Erika Leigh und bleibt ebenfalls Women's Championess. Also alle Titel verteidigt, alle Titel standen auf dem Spiel. Kein einziger Titelwechsel in der ersten Showcase-Ausgabe. Aber an sich ist das ganz ordentlich gewesen. 3.365 Leute haben sich das Ganze angeguckt. Es gibt natürlich keinen Broadcast davon. Also es gibt keine TV-Aufzeichnung, weil es ja auch ein Pay-Per-View ist. Es gibt aber auch keinen Pay-Per-View-Sender, der das unbedingt zeigt. Vielleicht können wir das irgendwie, sieht man das auf YouTube oder so, aber nichts Besonderes. Sehr, sehr nice. 32. Ausgabe. Hat mir gut gefallen. Generell hat mir alles gut gefallen. Die Nightmare Factory stark mit 2 guten Shows. Tommy Dreamer ist der geheimnisvolle neue Booker der Nightmare Factory und der hat das ganz gut gemacht. Und ich finde, er hat auch 2 ordentliche Shows auf die Beine gestellt.
für den Anfang. Also da sehe ich sehe zwar noch Luft nach oben, selbstverständlich, aber das sieht alles schon sehr, sehr gut aus. Eine irre Pre-Show hat er für den Pay-Per-View aufgebracht. Ja, also auch nice gemacht. In diesem Sinne hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns am Freitag wieder mit Ring of Honor und anschließend natürlich schon wieder am Samstag. Also es geht jetzt hier wirklich im 2-Tage-Rhythmus mit TEW weiter bis Samstag, wo wir dann mit Heels diese doch sehr, sehr starke Woche bis jetzt abschließen. Eine fantastische Dynamite-Ausgabe. Ich hoffe, dass Ring of Honor daran anknüpfen kann. Natürlich nicht an diesem Niveau, aber an ihrem Niveau. Und dass Heels dann einfach mal die Hütte abreißt. Das würde ich mir wünschen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ringehauen. Bis zum nächsten Mal.